beunruhigende Berichte über Mutanten im Westen erhalten. Gut, das war's tatsächlich. Gut, ja, ich meine, sehr viel mehr Möglichkeiten als... Sollten Sie einem begegnen, vermeiden Sie bitte jedwede Provokation. Na, sagt mir, wie es heißt, als die Stadt der Toten haben wir es wahrscheinlich gar nicht. Gut gejagt. Hier ist deine Belohnung. Wir sehen uns, hoffe ich. Wir können nochmal das Kartenspiel Nee. Ich will euch ja jetzt auch nicht ewig aufhalten. Dann munitionieren wir uns nochmal auf und dann machen wir uns auf zur Stadt der Toten, beziehungsweise zur Kanalisation. Möchten Sie sich hier ein wenig umsehen? Ich habe nur das Feinste vom Feinsten. Weil wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, müssen wir durch die Kanalisation, um in die Stadt der Toten zu kommen. Oder irgendwie sowas in der Art. Brauchen wir die? Wir können mal ein bisschen was davon mitnehmen. Schadet ja nicht. Und ansonsten... Nehmen wir hiervon noch ein bisschen was mit. Wie sieht es denn eigentlich mit Granaten aus? Dann können wir auch echt mal ein paar mehr mitnehmen. Von den Wingsticks auch. Und dann gucken wir mal kurz, ob wir irgendwas dabei haben, das wir verkaufen können. Ah, wartet mal. Nein. Bevor wir in die Stadt der Toten gehen, gehen wir zu Crazy Joe's Sumpf. Scheiße, ich hoffe, ich finde den wieder. Verflucht. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo der ist. Ah, ist das blöd. Ist das blöd. Nochmal kurz anders hinsetzen sonst. Halt. Das ist ja jetzt schon Mission, das heißt... Okay, Moment, wartet. In welche Richtung sind wir gefahren? Wir sind auf jeden Fall... hier lang. Wir sind auf jeden Fall Richtung Norden. Aber wo sind wir dann hin? Ah, graue Zellen, strengt euch an. Wo sind wir dann hin? Wir sind hier lang. Ihr macht es mir nicht leichter nachzudenken, Freunde. So. Aber wo sind wir dann hin? Also da lang sind wir definitiv nicht. Sind wir da unten lang? Sind wir hier lang? Nee. Oder? Da hinten geht es aber auch nicht weiter. Will ich meinen. Nee. Nee, dann sind wir definitiv nicht hier lang. Dann sind wir wahrscheinlich da oben weiter. Oder was gibt's denn da? War da auch noch eine Straße? Nein, da war keine Straße mehr. Ach, Mann. Mann. Nee, dann müssen wir aber da lang. Oder? Oh, das macht mich fertig. Ich kann mich nicht erinnern. Kann mich ums Verrecken nicht erinnern, wo wir lang gefahren sind. Das ist der nördliche Wachturm. Hier war er aber nicht. Also hier war ein Briefkasten, aber hier war nicht der Sumpf. Oder? Was ist das da? Das ist Mutant Bash oder was ist das? Ruhe. Moment, was ist denn das hier? Ah, das ist quasi das Labor. Hm.
Ach ja, komm, mach dich mal wichtig. Nee, hier war es auch nicht. Ich fürchte, wir sind ganz falsch, oder? Ah, es macht mich fuchsig. Es macht mich fuchsig, dass ich mich nicht erinnern kann. War es hier? Südliches Tal? Nein, hier ist irgendwas von der Regierung. Oh, oh. Aber wartet mal. Nee, Moment, da hinten war ein Briefkasten, gell? Okay, wenn aber... Oh, jetzt kommen schon wieder Gegner angerollt. Okay, wenn er aber hier im Norden nicht ist, wo ist er denn dann? Jetzt bin ich irgendwie ganz falsch, oder? Geht's irgendwie nicht weiter? Au! Bin von der Straße abgekommen. Hier lang geht's. Ach, was ist denn hiermit? Oh, da hinten ist irgendwas explodiert. Habt ihr das gesehen? Wow! Scheiße! Ist vielleicht doch da hinten? Nein, aber da kommt ja der Filtritkrater und da wird es nicht drin sein. Nein, da ist es nicht drin. Sag mal, so groß ist die Welt doch eigentlich gar nicht. Da hoch? Nee, da oben ist nichts. Ich muss irgendwo falsch gefahren sein. Aber wo? Was ist denn da oben? Wo kommen wir denn hin, wenn wir hier lang fahren? Ah, das ist Mutant Bash. Und das wieder. Hier waren wir aber schon mal. Dieser Regierungskladderadatsch. Hier ist der Sumpf, oder? Ja! Wir haben ihn gefunden! Hey, was hast du hier zu suchen, hä? Suchst nach dem alten Joe, was? Nee, ich hab ja nichts Interessantes außer dem, was hier in meinem Sumpf wächst. Nicht bloß stachelige Kakteen, sondern was Besonderes. Kam aus dem Boden, nachdem der Staub vom großen Knall sich gelegt hat. Vielleicht Weltraum oder Mutantenkraut, wen interessiert's? Aber in den richtigen Händen kann man eine Menge damit anfangen. Sogar einen Haufen Kohle verdienen. Du siehst nicht aus wie einer dieser dreckigen Banditen. Du darfst dich umsehen. Vielleicht findest du sogar ein paar Nachtblüten. Aber fall nicht in den Sumpf. Dem Mann geht's nicht mehr so gut. Aber wir haben noch eine Sammelkarte. Was ist das denn? Ein Wasserreiniger. Bandagen. Kann man diesem Wasser hier vertrauen? Ich bin mir da jetzt irgendwie nicht so sicher. Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
Gibt's aber bestimmt noch mehr davon, oder? Und die andere Frage wäre, wachsen die nach? Oder sind es einmalige Sachen? Da ist noch eine. Nee, die ist nicht gewachsen. Aber das heißt, den eigentlichen Stängel kann man nicht pflücken. Das lässt dann aber darauf schließen, dass die tatsächlich nachwachsen. Da ist wieder eine. Was natürlich ganz nett wäre, weil den... Ist das hier sicher? Ich habe irgendwie so das Gefühl, wir werden hier gleich angegriffen. Ah, und da bleibt auch das Gehäuse bleibt auch stehen. Die wachsen mit Sicherheit nach, was natürlich richtig genial wäre. Weil wir brauchen das ja für ein Rezept, das unser Leben dauerhaft erhöht. Also einfach unser maximales Leben erhöht. Gut, wenn es hier mehr nicht gibt, können wir jetzt umdrehen. Mein Gott, hält der viel aus. Ah, wahrscheinlich nur von vorne. So. Gut. Okay, dann wissen wir jetzt aber wenigstens, wo dieser blöde Sumpf ist. Und dass es einen Highway zum Mutant Bash gibt, das wusste ich nämlich so auch noch nicht. Der Highway hier rechts, der geht direkt zum Mutant Bash. Und der ist direkt neben Wellspring. Sag mal, das haben wir beim letzten Mal nicht gefunden. Das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Ach so, könnten ja jetzt auch direkt zur Kanalisation. Halt. Da kann ich jetzt wieder den Pünktchen folgen. Ach so, Moment. Oh Gott. Also wenn das hier irgendjemand anguckt, das tut mir so leid. Bin gerade irgendwie abgelenkt, desorientiert. Ich weiß auch nicht. Weil wenn wir jetzt diese Zutaten haben, dann wären wir ja völlig bescheuert, wenn wir nicht auch gleich die Tränke dazu herstellen. So, den reparieren wir einmal. So, nein. Ja, genau. Können wir zwei Stück herstellen. So. Sie einem begegnen. Und das können wir uns jetzt wahrscheinlich in den Arm stopfen. Theoretisch. Melden Sie die Sichtung umgehend dem... Okay. Vielen Dank. Okay. Sehr schön. Dafür hätten wir jetzt aber auch echt nicht nach Wellspring rein müssen, fällt mir gerade auf. Herrgott nochmal. So, dann fahren wir jetzt mal schnell zur Kanalisation. Ich glaube, da mache ich erstmal eine Aufnahmepause. Weil bevor ich mich jetzt in so ein extrem gefährliches Territorium begebe, sollte ich vielleicht erstmal ausschlafen. Also, so verpeilt, wie ich gerade bin, übersehe ich die eine Hälfte und die andere Hälfte tötet mich. Bin ich überhaupt richtig? Moment. Das heißt... Hä? Ich bin gerade irgendwie leicht verrafft.
Ich dachte, wir müssen durch die Kanalisation in die Stadt der Toten. Oder wie bin ich da jetzt drauf gekommen? Nein, hier ist der Eingang. Gut, anyways. Ich beende die Aufnahme für heute. Und freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann.